Hallo liebe Zuschauer auf meinem Kanal. Heute geht es mal um ein Unboxing. Ich hatte zwei Pakete bekommen. Ich hatte das einmal ganz kurz schon in den Shorts gezeigt. Und diese beiden Pakete wollen wir jetzt einmal gemeinsam aufmachen. In dem einen sind wahrscheinlich zwei Filme und in dem anderen sind ist etwas anderes. Lasst uns mal schauen. Ja, und schon befinden wir uns in der Ego-Perspektive. Und ich werde jetzt einmal mit euch einmal dieses Paket hier öffnen. Das Schöne ist ja, bei dem großen A gibt es extra eine Lasche. Und wenn man die von der richtigen Seite aufzieht, kann man das ganze Paket dann auch wunderbar öffnen. Ja, und wie wir sehen, sehen wir nichts, außer einmal The Outsiders. Ich bin jetzt etwas es ist 4K. Ich habe gedacht, ich hätte ein Mediabook bestellt. Gut, so kann man sich täuschen. Was lernen wir daraus? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber ich bin jetzt auch nicht megamäßig enttäuscht. Das ist eine 4K. Wir machen die einfach mal live und in Farbe hier auf. Es gibt hier immer so ein eigentlich an diesen Stellen hier so eine kleine Sollbruchstelle. Aber so, jetzt haben wir es. Lange Rede, kurzer Sinn. So, also haben wir hier einmal eine 4K in einem Jewel Case. Das sind, glaube ich, diese Cases, die durchsichtig sind. Und inklusive Wendecover. Ich dachte, ich hätte echt ein Mainboard bestellt. Gut. Einmal, The Outsiders. Ich könnte jetzt lügen und sagen, den habe ich vor kurzem gesehen, den Film. Es ist aber tatsächlich schon gefühlt zig Jahre her, glaube ich. Also ich bin mir echt nicht sicher. Ich würde jetzt nicht die Hand eines anderen dafür ins Feuer legen. Also von daher, ja, lasse ich mich überraschen, was der Film so hergibt. Wenn man sich die Darsteller einmal so anguckt, also Matt Dillon, Ralph Macchiano, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez, Tom Cruise. Das ist schon nicht ganz so, keine unbekannten Darsteller. Und ich hoffe, die 4K liefert das, was sie verspricht. Ein gutes Bild. Tja, ich bin ein bisschen überrascht. Na gut, für den Preis zwei Stück für 35 Euro. Zwei 4Ks kann man jetzt auch nicht wirklich meckern. Gut, einmal The Outsiders. Jetzt kommen wir zu tatsächlich einem Mediabook. Und zwar, kann man sehen, Old Henry. Den Film habe ich schon gesehen. Aber ich dachte mir, für das Geld holt sie dir das Mediabook. Und es ist tatsächlich eins gewesen. Und in 4K, glaube ich. Ja, das HDR ist also auch eine 4K-Scheibe drin. Also dieser Film erzählt eine alternative Geschichte von William H. Bunny, Billy the Kid, nach seinem vermeintlichen Tod in Fort Summer. Auch das werden wir jetzt einmal mehr oder weniger gemeinsam öffnen. Auch hier sollte es irgendwo eine Sollbruchstelle geben. Ansonsten ist es nur eine Folie. Und
So sieht das ganze Stück, ein gutes Stück ohne den Plastikverpackungsmüll aus. Es ist hier so ein bisschen, wie nennt sich das, Spotlack oder sowas. Ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt. So, glaube ich, kann man es ganz gut sehen. Also die Front, dann der berühmte Spine. Hier unten steht dann noch einmal drauf, Blu-ray und UHD. Und einmal die Rückseite. Ich mache das hier so ein bisschen auf den Kopf, von daher könnte das ein bisschen schwierig sein. Ja, schauen wir einmal nur mal ganz kurz rein. Ist von Play-On Pictures. Hier vorne haben wir die UAD. Dann fängt es an mit einem Bild von dem alten Heinrich. Oh, klebt ein bisschen zusammen. Ich werde ein bisschen vorsichtig sein. Ihr seht das schon hier. Also gut. Lass den Kopf unten, Junge, steht da. Das Buch dürfte von Fritz Göttler sein, wenn das so richtig ist, dass sie hier drauf geschrieben haben. Bis jetzt waren immer viele Bilder. Wie gesagt, ich habe das Booklet selber jetzt noch gar nicht gesehen. So auf über Kopf zu zeigen ist das auch ein bisschen ja, ungewohnt, und Unboxing ist auch nicht unbedingt mein Steckenpferd. Das ist das Mitte des Booklets. Hier noch ein paar weitere Szenenbilder, ein bisschen was zu der Geschichte. Also sehr viele Bilder. Das Booklet dürfte verklebt sein, ja. Und hier hinten haben wir dann auch noch die gute Blu-ray. Old Henry. Ansonsten, so sieht das jetzt nach einmal benutzten an der Seite auf. Könnt ihr das sehen? Ja. Unten sieht es ein bisschen besser aus, ne? Gut, ich will jetzt nicht meckern. Das Ding steht die meiste Zeit so im Regal oder so. Aber selten, dass man das hier sieht. Also, ja, falls ein bisschen. Gut, optisch vielleicht nicht so der hundertprozentige Hingucker. So. Also, das ist meine Ausbeute vom großen A. Ich wiederhole mich gerne, 2 für 35. Ich denke mal, das passt soweit. So, dann haben wir hier hinten noch ein etwas größeres Paket. Und zwar von Vistaprint. Und Vistaprint macht vieles, aber keine Filme. Aber die machen schöne Kartons mit einer schönen Kante zum Aufreißen. Oh, ich habe den Karton zerstört. So, was haben wir hier drin? Thank you. Merci, danke, gracias, grazie, kitios, thank you. Tak, tak, was auch immer. Ein bisschen Werbung. So, und jetzt sehen wir hier drinnen. Schieb das mal so rein. Viermal etwas. Ich nehme mal eins exemplarisch raus, weil wenn Vistaprint nicht alles verkehrt gemacht hat, ist hier auch viermal das gleiche drin. So. Ja. Und da fängt es schon an. Hätte man sich gut vorbereitet, hätte man ein Messer hier hingelegt. Aber wie sagt man so schön? Messer, Schere, Licht sind wir kleine Kinder nicht. Also kriegen wir das auch so auf. Also zack, zack. Ah. Und mal gucken, das macht man noch auf.
Also ich hoffe, zack und zack. Ich habe die Tassen selber noch nicht gesehen. Also das ist eine Tasse, das seht ihr jetzt selber, ich selber. Aber ich habe die selbst designt. Ne? Also falls ich mal irgendwann mal ein zweites Standbein brauche, Tassendesigner kann ich. Nicht so richtig, aber ja, was soll ich sagen? Es sind einmal so ein bisschen Tassen. Kaffeetassen. Ja, Katze, das sind Kaffeetassen. So, einmal die Vorderseite, das Bein und die Rückseite. Oder ist das das Bein? Bin mir nicht sicher. So, auf jeden Fall ist das der Henkel. Die Tasse ist für Links- und für Rechtshänder. Also Rechtshänder und für Linkshänder. Ich habe da extra drauf geachtet, dass die Tassen für beide Hände, für beide Hände zu nutzen sind. Ich lege das mal so hin. Ich glaube, so kann man das dann vielleicht schlechter sehen. Ja, das ist mein allererstes Merch. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, ne? So vier Stück. Sicherlich werde ich die auch mal testen. Ich denke, die sind natürlich nicht wirklich dazu da, die in eine Spülmaschine zu machen. Das sind halt mehr so Deko-Stücke. Aber ich werde auf alle Fälle eine dieser Tassen im Rahmen der Aktion 300 Abonnenten unters Volk bringen. Also, das wird auf alle Fälle passieren. Das ist ja zum Glück noch ein bisschen hin. Also kann ich hier die Tassen noch ein bisschen für mich selber nutzen. Ja, dann wird es einmal so eine Tasse geben. Dann wird es eine Blu-ray geben und es wird eine DVD geben. Es wird also quasi drei Auslosungen geben, beziehungsweise drei Verlosungen. Ich möchte jetzt nicht so ein riesengroßes Paket da machen, aber es ist ja auch noch ein bisschen hin. Es sind jetzt knapp 200 und ein paar zerquetschte, etwas über 260 Abonnenten. Bei 300 geht diese ganze Aktion los und dann wird sich irgendeiner, der gewonnen hat, über so eine Tasse freuen. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? Also ich gehe mal ein bisschen näher dran. Oben steht Kino Olli. Und darunter steht dann auch bum, 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 Heimkino, Film und Do It Yourself. Ja, spiegelt ein bisschen. Ja, liegt wahrscheinlich an der Spiegelreflexkamera. Nein, das ist ein Handy. Das ist keine Spiegelreflexkamera. Entschuldigung. Manchmal kann ich so, einmal hier unten das Zeichen für keine Ahnung. Ich denke, vor Gebrauch werde ich da einmal die auswaschen. Und ich denke, morgen früh werde ich in meinem Tag, wo ich Urlaub habe, einmal den guten Morgenkaffee aus dieser Tasse genießen. Also sieht echt nicht so schlecht aus, ne? Okay, alles klar. Also das war mein Unboxing mit Tasse. Heinrich dem Alten und den Outsiders, wo ich gedacht habe, ich kriege ein Notebook. Ja, das Denken sollte man den Pferden überlassen, die haben einen größeren Kopf. Gut, alles klar. Das war mein Unboxing. Ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Das Unboxing von Old Henry, The Outsiders und einer von vier Tassen von oder mit dem Logo von Kino Olli. Falls euch das Video tatsächlich gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben machen. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, klar, Daumen nach unten. Kennt ihr den Kanal noch nicht oder ihr seid noch keine Abonnenten, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr auch keine weiteren Videos von mir verpasst. Zum Beispiel
das Video am Sonntag mit dem Wort zum Montag. Ich wünsche euch was, lasst euch nicht ärgern und wenn es geht, schaut noch einen Film. Bis denn, ciao!